Spitze. Und am besten auch einmal hier. Wir hinterfragen es einfach nicht. So. Und so. Das ist jetzt wieder nur vorübergehende Stabilisierung. Damit ich hier den ganzen Käse wieder entfernen darf. Genauso. Horizontale muss auch raus, ne? Oh Gott, warte mal. Habe ich gerade verkackt? Ich habe verkackt. Ich bin ja doof. Oder? Warte mal. Nee. Ich bin verwirrt. Warte mal. Nee, alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe alles richtig gemacht. So, da muss jetzt erstmal dieser Draht weg. Hier auch. Dann müssen die zwei hier weg. Manchmal sehr verwirrt. So. Warum darf ich den... Achso, da ist eine Fackel dran. Das erklärt einiges. Die kommt mal ganz kurz hier hin. Cookie! Ey! Jetzt soll er wieder streamen, jawohl. Guck mal hier. Wunderschönes Dach. Ein wunderschönes Eck. So, der muss weg. Und der kommt hier hin. Wie geht's dir, Cookie? Alles gut? Und dann brauchen wir nochmal zwei. Das machen wir genau wie auf der anderen Seite. Einmal hier und einmal hier. So, jetzt nochmal die Gelegenheit zum Abgucken. So, wir fangen wieder hier an, dieses Gerüst hier zu bauen. Einmal da. Ein Mauspad, ey. Ich habe mein ganzes Leben noch nie ein schöneres Dach gesehen. Alter Schleimer, du. Sehr gut. So. Schaffe ich es, ohne nochmal reinzugucken? Oh, ich hätte das Video nicht zumachen sollen, glaube ich. Warte mal. Es fängt an hier und hier. Das waren die ersten Schritte. Dann. Ich krieg das auch ohne Anleitung hin, ich bin mir sicher. So. Den dürfen wir noch nicht, deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder her und kürzen hier oben. Um die Hälfte. Boom. Jetzt dürfen wir den hier. Boom. Kürzen den hier um die Hälfte. Ja. Dann entfernen wir das hier. Das brauchen wir nicht mehr. Oh ja. Was ist was? Ja. Das ist durchschaut, verlaufen. Jetzt ist mein ganzer Plan hier. Ist verloren. Ich weiß nicht, wie lange der Bau noch dauert. Mal gucken. Können bald die ersten YouTuber einziehen. Oh Mann. Vielleicht macht der Virginia auch einen Blog-Kanal. Zu überlegen, dass ich keinen Fehler mache. Das müsste aber eigentlich passen, oder? Hier oben muss dann die Senkrechte nochmal raus, genau. Ich will die Reihenfolge nicht durcheinander bringen, deswegen mache ich jetzt zuerst mal diesen hier. Das fensterlose Haus hat dich verraten. Da kommen doch noch Fenster rein, was habt ihr denn? Ah, guck mal, jetzt dürfen wir sogar direkt abholzen hier. Boom. So, perfekt. Habe ich einen Fehler gemacht? Nee, schaut gut aus. Und dann zweimal Balken und hier oben dieser und dieser. Aber ohne Scheiben. Ja, so krass bin ich leider nicht, dass ich mir Scheiben leisten kann. Das ist wahr. So, jetzt kommt hier der und der. Gucken, dass das Gerüst wieder einigermaßen stimmt. Hilfe. Warte mal. Kann ich den hier jetzt entfernen? Nee. Oh no. Warte mal, wenn ich jetzt hier... Wir kriegen das hin. So. Der kann weg. Dann... Kommt hier einer rein. Der hier kann raus, genau. Ich glaube, es passt. Habe ich... Nee, warte. Der hier noch.
Jetzt aber. Jetzt passt's. Und dann können wir auffüllen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ich habe bloß kurz überlegt, alles gut. Schauen, ob die jetzt wieder ausreichen oder ob es zu wenige sind. Wobei, ich bin ja auch doof. Natürlich sind es weniger, aber wir haben ja im Endeffekt ein Dach mehr, dadurch, dass es jetzt zwei Dächer ineinander sind hier. Ach man. Das Mathe-Monster. So, warte hier. Kelvin, findest du das Dach auch so schön? So, okay. Dann. Jetzt können wir ja noch da durchschleichen, noch geht's. Glauben wir den jetzt mal und mach jetzt lieber erstmal hier zu, bevor das gleich nicht mehr geht, man weiß ja nie. Und dann holen wir uns mal nochmal etwas Material, aber zuvor trinken wir etwas, das ist nämlich wichtig. Ah, sehr gut. Nicht in die Fallen laufen. Als ob wir das echt hinbekommen haben. Ohne große Probleme. Ich kann es echt nicht glauben. Warte. Komm schon. Nein. Ah. So. War trotzdem okay, aber kein Risiko. Und auffüllen. Da ist ja nichts mehr drin, oder? Nö. Das Lager ist leer. Wir haben eine Armor verloren. Wann denn das? Wann haben wir eine Armor verloren? Hat der mich gehittet unten? Ach, wahrscheinlich der auf dem Gang hier hinten. Der hier. Oh. Der hier hat mich wahrscheinlich gehittet. Der da war. Hm. Gut, es regnet nicht mehr. Wann hat es denn geregnet? In echt, oder? Ich lebe schon in dieser Welt. Achso. Oh nein. Ich sollte die Nachrichten von oben nach unten lesen, nicht von unten nach oben. Jungs, wie gefällt euch das Wetter zurzeit? Es ist herrlich. Was haben wir denn aktuell? Warte. Es ist bewölkt. Und ja, ich gucke auf mein Stream Deck, wie das Wetter ist. Weil aus dem Fenster werde ich hier wenig sehen. So ein Kellerschacht. Also. Oh Mann, oh Mann. Mein Gehirn läuft erst noch warm. Bitte um Verzeihung. So, das Dach ist gleich fertig. Ich würde hier. Ah, wait. Wait. Da muss ich nicht für schämen, in einem Spiel gefangen zu sein. Ist aber ehrlich gesagt auch ganz cool. Die Immersion ist da. Hm. Aber es ist auch schön, wenn man sich einfach mal in so ein. Da ist schon wieder einer. Naja, der kann seinen Spaß da hinten haben. Macht er eh nichts kaputt. Ich finde es schön, wenn man einfach mal in der Zeit wie heute einfach so in Spiele flüchten kann und da einfach alles in Ordnung ist. So eine heile Welt. Also, heil ist hier nicht wirklich alles, aber weißt du schon, was ich meine? So, da gibt es halt einfach viele Probleme, die es in echt gibt nicht. Das ist halt schon. Das ist schon gut. Was Virginia wohl dazu sagen würde. Heile Welt. So. Okay. Wir haben fast ein wunderschönes Eckdach. Glaube ich dir. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Oh Mann, oh Mann. Aber muss man echt sagen, es ist schon nicht einfach, also ohne da jetzt irgendwie, es ist schon absolut nicht okay gewesen, aber
Es ist nicht einfach, wenn jetzt jemand in den Chat kommt und von sowas erzählt. Irgend so ein tragisches Schicksal. So, da weißt du nicht wirklich, wie du dich richtig verhältst. Das ist schon echt eine schwere Situation. Wenn man dann eh so ein bisschen benachteiligt ist, was Kommunikation angeht, dann macht es das wahrscheinlich nicht noch unbedingt leichter. Jetzt habt ihr mich. Oh nein. So. Sehr schön. Und hier ziehe ich es dann einfach geradeaus rüber, ne? Ja. Oh, das wird gut. Auf gar keinen Fall. Da muss man gar keine Angst haben. Da bin ich einer der Letzten. So. Oh. Kommt es mir so vor, dass das Game ein bisschen ruckelig heute, oder ist... Ach nee, weißt du, was es ist? Es ist dieser Schneewechsel immer. Das hat so einen Ruckeleffekt. Also ich meinte halt quasi, wenn jemand in einen Stream kommt und halt schon länger vielleicht dabei ist und Co. Und dann schreibt er halt einfach so im Stream, ist halt auch nicht schlecht, also kann er gerne tun, dass es halt schön ist, zum Beispiel, dass er den Stream angucken kann, weil er erstmal einen Schicksalsschlag hatte. Keine Ahnung, ist irgendwas Doofes passiert. Es ist halt dann für den Streamer aus meiner Perspektive, also für mich wäre es auch schwer, da die richtigen Worte zu finden. So, man will halt nichts Falsches sagen, man will schon, also man will jetzt nicht irgendwie rüberkommen, so als der Arsch, der gar keine Gefühle hat und so, weißt du, wie ich meine? So, das ist nicht so easy. So. Das wird hier ein bisschen enger, das Stockwerk da. Ach Leute. Wir haben kein Holz mehr. Oh Mann. Achso, das soll die Antwort sein. Oh, Falafel. Das kannst du nicht. Wo sind meine Sachen? Achso, die habe ich eingelagert. True. War schon sehr verwundert. Ach so, ja, ich erinnere mich. Ja, ja. Ist auch schon wieder ein bisschen her. Ich dachte erst, du meinst es als Antwort quasi. Oh. So. Oh. Also die Fallen... Warum? Kann im Schnee so ein Feuer ausbrechen, ist die Frage. Eigentlich ja nicht, weil der Schnee müsste es ja löschen. Ich meine, rein theoretisch wurde es gerade auch gelöscht. Ach ja. Achso, alles gut. Ich dachte kurz, aber keine Panik. Das liegt nur an den Balken hier. Puh.
Kurz Angst gehabt. So. Okay. Ja, es wird ein bisschen kleiner der Raum. Keine Ahnung, vielleicht irgendwie so ein Spielzimmer für Virginia oder so. Oder wir sperren dich hier ein. Wer weiß. Hilfe. Ursprünglich dachte ich, wir kriegen das höher hin, dass es quasi mit dem Dach hier oben abschließt. Aber ich glaube, das wird so ganz geil. Angst haben beim Dachbauen, kennt man als Flachdachbauer nicht. Da hat man ein entspanntes Leben. Warte mal, bis du das Bausystem kennenlernst hier. Da gibt es auch beim Flachdach bestimmt Probleme. Oh mein Gott, Kelvin. Was ist denn los? Das Bausystem hält auch Überraschungen für dich bereit. Aber sowas von. Ich meine, es hat ja schon angefangen, beim ersten Stock hier das Dach reinzuziehen. Da gab es ja schon Probleme, glaube ich, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. So. Schräg. Schräg. Und schräg. Easy. Dann ziehen wir hier noch die Balken rein. Ist das krass. Wir haben das Dach jetzt gleich ausgebaut. Das Game kann man offline zocken. Dann habe ich was zu tun während der Zugfahrt demnächst. Das kann man komplett offline zocken, ja. Also Serververbindung brauchst du nicht. Du brauchst halt nur Steam Cloud irgendwie, wenn du halt im Internet quasi dein Save-File speichern willst. Huh. Oh, der ist in die Falle gelaufen. Was? Der Encoder NVIDIA NVENC K264 braucht zu lange zum Encoden. Okay. So, ich weiß jetzt nicht, was gerade in der Aufnahme war. Da ist gerade ein Encoder irgendwie abgeschmiert. Sorry, wir sind wieder da. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Ich habe jetzt so ein Auge auf OBS mal. Oh nein. Vielleicht ist da mit dem neuesten NVIDIA-Update irgendwas schief gegangen. Das wäre nicht so gut. Wir haben es aber fast. Wir haben es fast. Oh, mir fällt was ein. Ich habe was vergessen beim Stream Deck. Ich wollte mir noch einen Button einrichten. Ah, Mann. wenn ich die Cam schnell wegkriege, falls wir irgendwie mal einen Cutscene kriegen sollten am Ende. Das habe ich jetzt halt noch nicht gemacht. Hat der Stream irgendwie komisch geruckelt, bevor ich weg war, oder? War das wirklich einfach schlagartig aus? So richtig random. Warte, ich fäll hier mal ein Bäumchen. Nö. Schlagartig? Okay, krass. Ja, passiert. Ich hoffe, es kommt nicht wieder vor. Wäre schön. Muss ich wieder auf Suche gehen, woran es liegt. Das ist nie schön. Das Dach war einfach zu krass. Stell mir vor, das Spiel wäre abgestürzt. Ich gehe gleich speichern, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Speichern, Junge. hier, Safe Game. Ja, ja. Okay, das kann uns schon mal keiner mehr nehmen. Gut. Jetzt fülle ich mal hier die Kanten auf. So. Das Ding hier kann weg. Das wird gut. Können Kelvin mal sagen, noch ein bisschen Holz zu besorgen. Ein bisschen was brauchen wir hier schon noch, bis es fertig ist. Na komm. Ja. Nein. So. Okay. Kelvin, mein Guter.
Komm mal her. Ja, da sitzt er. So, pass mal auf. Der Blick. Dieser erschrockene Blick. Stämme und Behälter füllen. Dankeschön. Hm? Das war eher so ein wertender Blick gerade von ihm, als er da noch saß. Hm. Soll ich mich jetzt schlecht fühlen? Oh Mann. Ich habe auch eine Idee mit den Schädeln. Das werde ich jetzt aber noch nicht umsetzen können. Das wär, glaube ich, zu krass. Mal gucken. Also das wird auch wieder so ein Großprojekt. Mal schauen. Man könnte ja gucken, dass man aus diesen Schädeln draußen an der Mauer nochmal einen zweiten Wall macht mit Stacheln. Das heißt quasi, hinten ist dieser Holzwall, den wir jetzt hier haben. Davor kommt aufgestellt diese Schädel und dazwischen immer ein Stachel. Viel Spaß. nicht heute. Also doch, DDR. Oh nein. Jetzt wissen es alle. Wir werden eine Mauer durch diese Insel ziehen. Du kennst die Idee irgendwoher. Die ist tatsächlich inspiriert. Nicht ganz, aber so ein bisschen inspiriert ist die wohl. Das ist true. Gebe ich auch zu. So, warte, jetzt mache ich mal hier die Ecken, glaube ich, mal zu. Ne, warte, da passt sogar noch ein ganzer rein. Nope. Aber ich glaube, das wird geil auch schon. Das könnte sick werden. Aber jetzt haben wir erstmal genug am Haus zu tun. Bevor ich hier wieder an der Mauer baue und so, will ich erstmal das Haus ein bisschen auf Vordermann bringen. Ziehe ich das Dach? Ja. Ich finde es schade, dass man keine Fenster in Schrägen machen kann. Also klar, man kann da Löcher reinmachen, aber dann ist halt, glaube ich, das Wetter innen drin kaputt. Weil dann... Wir haben es alle gesehen, wie gerade der Kopf da weggeflogen ist, als er da reingelaufen ist. Ach so, true, die mögen es ja nicht, wenn man Bäume fällt. Das macht die ja mega aggro. Ja, das ist natürlich unlucky, ne? Hallo? Es ist natürlich unlucky. So, Calvin, geh mal arbeiten. Geh mal arbeiten, Calvin. Such dir mal einen Job. Oh, Mann. Ah, okay, hier muss man gucken. Okay, jetzt darf ich. Mach ich das so? Ja. Doch, doch. Damit das hier schön zusammenpasst, ziehen wir das hier rüber. Das wird, glaube ich, richtig, richtig gut. Oh, yes. Kaufe ich mir mal das Holz. Some kind of Flachdach, siehst du? Ich denke immer an dich, Falafel. Ich habe schon wieder ein Flachdach integriert. Nur für dich. Das war von Anfang an geplant. Nur um dich glücklich zu machen. Das siehst du wieder, wie wichtig mir das ist. Da haben wir es wieder. Spezer? Bitte was? Schwätzer auf retarded. Ja.